Stelle wollen wir uns mit Emotionen beschäftigen. Wir wollen verstehen, wie die eigentlich entstehen, wie wir die ausdrücken und was wir hier für Anwendungsmöglichkeiten in der HCI haben. Wir haben bereits ein bisschen was über Emotionen gelernt. Und zwar in dem Blog zur Erinnerung haben wir gelernt, dass wir länger Dinge speichern im Langzeitgedächtnis, wenn die mit Emotionen verbunden sind. Das heißt, wenn mich gestern ein Hund gebissen hat, dann weiß ich das heute noch. Wenn ich gestern auf der Straße eine Person gesehen habe, die ich nicht kannte, die mich auch nicht interessiert oder mit der ich keine Emotionen verbinde, dann habe ich das mit Sicherheit heute schon wieder vergessen. Dinge, die im Langzeitgedächtnis sind, die vergessen wir ja oftmals, und zwar über die Zeit. Wenn die aber mit Emotionen verknüpft sind, dann vergessen wir die langsamer oder gar nicht. Und als drittes, wenn wir Dinge aus dem Langzeitgedächtnis abrufen, um zum Beispiel uns zu entscheiden, was wir jetzt machen, wie wir jetzt reagieren, dann beeinflusst eine Emotion, die verknüpft ist mit einem Ereignis aus der Vergangenheit, wie wir jetzt reagieren. Das nennen wir Konditionierung. Das heißt, gestern hat mich ein Hund gebissen, ich habe deswegen Angst entwickelt und wenn ich heute einen Hund sehe, dann habe ich auch wieder Angst und werde anders reagieren, als ich es gestern gemacht habe, als ich diese Angst noch nicht hatte. Das heißt, ich werde dem Hund ausweichen oder ihm gut zureden oder irgendwas in der Art. Genau. Außerdem haben wir gelernt, dass Emotionen mit Bedürfnissen und Zielen verknüpft sind. Das heißt, wir wissen, wir haben Grundbedürfnisse wie Essen, Unterkunft, ein Dach über den Kopf, Einkommen, Existenz. Wenn diese Grundbedürfnisse gefährdet sind, reagieren wir emotional. Das heißt, wir haben Angst, wir haben Trauer, wir haben vielleicht auch Wut. Andere Bedürfnisse, wenn hier Ziele erzielt sind, zum Beispiel zur Selbstverwirklichung, dann kann das uns glücklich machen. Und wenn wir hier Ziele nicht erreichen, natürlich auch traurig. Wie Emotionen entstehen, hierzu gibt es verschiedene Ansichten in der Wissenschaft. Und zwar gibt es Theoretiker und Wissenschaftler, die sagen, Emotion ist unsere Interpretation einer physiologischen Reaktion auf einen Stimulus. Das heißt, Leute wie James Lange sagen, wir sind traurig, weil wir weinen. Dann gibt es Leute, die sagen, zum Beispiel kennen, Emotion ist die physiologische Response auf einen, also Antwort auf einen Stimulus. Das heißt, wir weinen, weil wir einen traurigen Film gesehen haben. Und Dritte, zum Beispiel Schachter-Singer, sagen, Emotion ist das Resultat einer Interpretation unserer physiologischen Antwort, also auf einen Stimulus. Das heißt, wir wissen, dass wir weinen, weil wir einen traurigen Film gesehen haben. Wo sich alle einig sind, ist, dass bei Emotionen sowohl kognitive als auch physiologische Reaktionen auf einen Stimulus eine Rolle spielen. In der Wissenschaft hat man sich auf Basisemotionen geeinigt, das heißt mehr oder weniger geeinigt. Es gibt die Big Six, die sechs Basisemotionen, und hier gibt es eine ganz große Übereinstimmung über drei, nämlich Freude, Traurigkeit und Wut, und dann eine tendenzielle Übereinstimmung über weitere drei. Hier gibt es manchmal Abweichungen, wie ihr seht in der Tabelle, und zwar betrifft es Ekel, Angst und Überraschung. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie wir eigentlich Emotionen ausdrücken. Das heißt, was ist denn die physiologische Response, von der ich gerade geredet habe, wenn wir eine Emotion haben? Das sind zum Beispiel Gesichtsausdrücke, das ist Mimik. Hier sehen wir zum Beispiel oben links Freude und dann daneben sehen wir ein trauriges Gesicht. Eine weitere Möglichkeit, Emotionen auszudrücken, ist Körpersprache. Hier seht ihr auch in Tabellen, das sind Stimuli, also geschauspielerte Emotionen im Rahmen einer Studie. Hier haben wir auch wieder Freude, also die vierte Spalte. Am Anfang haben wir Ärger und zum Beispiel auch Traurigkeit in der fünften Spalte. Das heißt, wir haben hier so circa die Big Six, aber dennoch die neutrale Emotion als quasi Ground Truth. Genau. Was ihr hier seht, ist ein Screen Capture von dem BioMotion Lab. Und zwar sehen wir hier ein paar Punkte, die einen Körper repräsentieren. Wir sehen hier
Punkte, an denen wir lenken und können uns hier einen Körper vorstellen. Und hier oben bewege ich jetzt den Slider. Das war jetzt fürs Geschlecht, jetzt fürs Körpergewicht, ein schlanker Mensch. Wenn ich den rüberschiebe, ist das ein schwerer Mensch. Und jetzt kommen wir zu emotionalen Dingen. Das heißt, hier ist jetzt jemand sehr entspannt, also relaxed und jetzt nervös. Und ganz unten haben wir die Emotion. Und zwar fangen wir an mit traurig. So läuft jemand, der oder die traurig ist. Und so läuft jemand, der oder die glücklich ist. Versucht es mal unten. Das ist eine sehr nette Demo. Die findet ihr unter der URL, die hier unten ist. Genau, das heißt, hier können wir rumspielen mit einer modellierten Körpersprache. So, und als dritte Modalität, wie wir Emotionen ausdrücken können, haben wir hier die Stimme. Das heißt, wenn wir ängstlich sind zum Beispiel, dann ist unsere Stimme schneller, dann ist sie vielleicht auch, ist der Pitch ein bisschen höher, dann sind wir vielleicht auch ein bisschen lauter. Mit traurig sind wir leiser und reden vielleicht langsamer. Das heißt, wie bei der Gesichtsmimik oder auch bei der Körpersprache haben wir eine Veränderung in der Stimme, in unserem Verhalten, die dafür spricht, dass wir eine Emotion oder eine andere haben. Und wir haben in der Kommunikation auch die Möglichkeit, Emotionen auszudrücken. Das heißt, natürlich über Sprache, oder aber auch in der digitalen Kommunikation, in Chats etc. haben wir die Emoticons, die halt hier die Sprache ersetzen und für einen emotionalen Ausdruck, einen Kommentar etc. stehen. So, wofür können wir das jetzt eigentlich verwenden? Zum Beispiel im Character Design, im Design von Avataren oder Agenten. Das heißt, wenn jetzt Charakter gestaltet werden für Spiele, die eine Emotion haben sollen, dann wird natürlich geschaut, wie ist denn die Stimme, wenn sie traurig oder wütend oder fröhlich ist, typischerweise bei Menschen, und wie ist denn die Mimik und wie ist die Körpersprache, und all diese Dinge kommen dann zusammen in dem Design von Charakters, Avataren etc. So, Affekte, was sind das? Das sind heftige Gemütsregungen zum Beispiel. Und wir verstehen darunter biologische Reaktionen auf physikalische Stimuli. Ein Affekt kann beeinflussen, wie wir in verschiedenen Situationen reagieren. Zum Beispiel, wenn wir einen positiven Affekt haben, kann es dazu führen, dass wir zum Beispiel Probleme viel kreativer lösen. Oder aber auch bei einem negativen Affekt kann es dazu führen, dass wir engstirnig sind und eben die Problemlösung nicht finden. Don Norman, den lernen wir später nochmal in dem Themenblock Design kennen, der sagt, ein Negativaffekt kann es schwieriger machen, sogar einfache Aufgaben zu lösen, und ein positiver Affekt oder eine positive Gefühlsregung kann es einfacher machen, sogar schwierige Aufgaben zu lösen. Wir haben das Feld des Affective Computing. Was ist das? Das sind Systeme und Geräte, die erkennen, interpretieren, verarbeiten und simulieren menschliche Affekte, also menschliche Gemütszustände und Gefühlszustände. Und jetzt betrachten wir uns mal, was es hier eigentlich alles für Anwendungen gibt innerhalb der HCI. Und inspiriert ist diese Grafik und dieses Schema durch das Affective Computing Lab vom MIT. Hier wird der Mensch in der Mitte gesehen, das heißt der emotionale Mensch. Und außenrum und aber auch in Verbindung mit den Menschen haben wir hier eine Menge Technologie und Anwendung, wo halt geschaut wird, wie der Mensch emotional funktioniert oder reagiert oder wie man ihn auch beeinflussen kann. Das heißt, wir haben hier Affective Variable Computing, das heißt tragbare Geräte, mit denen wir Emotionen zum Beispiel messen, des Nutzers oder der Nutzerin. Das kennen wir am Beispiel von Geräten, Sensoren, die den Hautwiderstand messen, und somit können wir feststellen, ob jemand aufgeregt ist, und das wird sich zunutze gemacht beim Lügendetektor. Dann können wir die
Response, also die Reaktion, die emotionale Reaktion messen bei Menschen, zum Beispiel durch Kamera. Wir können schauen, wie ist die Mimik. Wir haben gelernt, dass es hier zum Beispiel unterschiedliche Gesichtsausdrücke gibt und die verbinden wir mit gewisser Mimik. Wir können halt lächeln, wenn die Mundwinkel runtergezogen sind, ist es vielleicht eher ein trauriger Mensch. Wenn der Mund auf ist und die Augenbrauen hochgehen, dann steht das für Überraschung. Dann können wir hier Muster erkennen, wie schon gesagt, wenn die Mundwinkel oben sind und die Zähne zu sehen, dann gehen wir davon aus, dass jemand lächelt. Und von daher können wir hier Muster erkennen und dann halt auch eine computerbasierte Emotionserkennung durchlaufen lassen und auch schauen, wie sich das zum Beispiel ändert über die Zeit oder zwischen Individuen etc. Wenn wir das verstanden haben, können wir natürlich auch Emotionen modellieren. Das heißt, im Character Design, wenn wir wissen, wie Leute im Gesicht oder durch Körperhaltung ihre Emotionen ausdrücken, können wir das wiederum verwenden bei der Gestaltung von Avataren, von Figuren im Spiel etc. Wir können natürlich auch Maschinen gestalten, die Emotionen darstellen. Das heißt, in der Robotik gibt man sich zum Teil Mühe, Roboter zu gestalten, die positive Emotionen ausstrahlen, um dann leichter angenommen zu werden. Dann gibt es eine Menge Anwendungen im Bereich Affective Computing. Das ist ein Beispiel von 2011 von Regimoto und hier wurde ein Kühlschrank entwickelt, den man nur öffnen kann, wenn man lächelt. Na, das verweist auf das Verständnis, das sagt, oder die Interpretation von Emotionen, die sagt, wenn du lächelst, dann bist du glücklich. Das heißt, so ein Kühlschrank, würde man sagen, könnte die Menschen glücklich machen, weil sie gezwungen werden zu lächeln und dann danach sich glücklicher fühlen. So, die Interaktion mit solchen interaktiven Affective Computing Systemen finden wir von daher zum Beispiel in intelligenten Umgebungen, aber auch im Auto. Das heißt, hier kann man wiederum messen, ist jemand unkonzentriert, ist jemand nervös oder ärgerlich und hier könnten wir dann auf den Fahrer, die Fahrerin einwirken. Und als letztes Beispiel haben wir die Affective Kommunikation, das heißt Kommunikation, die zum Beispiel zwischen Menschen die Emotionen misst und auch Emotionen hier vermittelt. Also bei der schriftlichen Kommunikation wird mittlerweile oder seit Jahren werden Emoticons verwendet, um Emotionen zwischen den Nutzern zu kommunizieren und wir können natürlich auch zwischen dem Computer und dem Menschen Emotionen erkennen durch Spracherkennung und dann wiederum eine synthetische Stimme generieren, die beruhigend wirkt in Dialogsystemen, wenn wir zum Beispiel unseren Internetprovider wechseln und hier in einer langen Schleife festhängen. Genau. Und im Folgenden gehe ich noch auf vier mögliche Nutzungsszenarien ein für Emotionen. Und zwar haben wir hier, wie gerade schon gesagt, die Nutzung für die Kommunikation. Das heißt, in der Kommunikation haben wir vielleicht E-Mail, haben wir vielleicht Schrift, haben wir vielleicht Dinge, wo wir nicht wissen, wie eigentlich der Mensch an der anderen Seite sich gerade fühlt. Und hier können wir zum Beispiel durch Emoticons das suggerieren oder aber auch durch andere Möglichkeiten. Wir könnten halt auch die Stimme verändern beim Telefonieren, um denjenigen, der vielleicht nicht so gut drauf ist, dem ein besseres Gefühl zu geben. Genau, das nächste wäre die Emotionserkennung. Das hatten wir schon bei dem Kühlschrank. Der ist von Tsuyita und Regimoto, den ersten Tor hatte ich vergessen. Und hier haben wir zum Beispiel diesen Kühlschrank gehabt, der erkennt, wenn jemand lächelt und reagiert dann darauf, nimmt die Emotion oder die Mimik, die emotionale Mimik hier als Eingabe in das System. Genau. Die Simulation zum Beispiel, wenn wir verstanden haben, wie wir Emotionen erkennen und hier die Feature extrahiert haben, können wir natürlich auch Charaktere bauen, Agents, Roboter, die diese Emotionen wiedergeben. Das heißt, wir können hier Emotionen simulieren in Form von Robotern, Charakterdesign, Stimmen, die uns zum Beispiel im Bahnhof sagen lassen, dass der Zug Verspätung hat, was uns dann wiederum es einfacher macht, auf diese Systeme zu reagieren und die Interaktion mit denen auch angenehmer. Und das letzte Beispiel, wir können natürlich auch Nutzer modellieren. Das heißt, wir
Wenn wir verstanden haben, wie Menschen auf Dinge reagieren, dann können wir hier mittels neuronaler Netze zum Beispiel Nutzer modellieren und in Zeiten wie diesen, wo wir nicht so einfach Nutzerstudien machen können, könnten wir hier virtuelle, modellierte Nutzer nehmen und eine Nutzerstudie machen und dann die emotionalen Antworten auf zum Beispiel verschiedene Interfaces messen. So, damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag.